Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Der Tag nach dem Pokalspiel gegen RB Leipzig, Daniel Thun, der Cheftrainer des VfL. Gestern ist viel über RB Leipzig gesprochen worden, die Qualität, die Präzision der Mannschaft. Die Leipziger sind gelobt worden. Mir wurde ein bisschen wenig gesprochen über den VfL. Für euch war es auch ein ganz besonderes Spiel, auch wenn ihr es am Ende verloren habt. Ich glaube, ganz besonders war es, um damit zu beginnen. Ich habe ja schon häufiger mal an der Brücke zurückgelegen. Jetzt haben wir 1-3 zurückgelegen und die Zuschauer haben uns nach 1-3 so frenetisch angefeuert, uns gefeiert. Sehr irritierend für mich, auch als ich als Trainer in die Halbzeitpause gegangen bin. Ich glaube, das ist nicht alltäglich gewesen und ja, das ist etwas, was wir natürlich auch mitgenommen haben. Neben dem, dass, glaube ich, meine Mannschaft eine richtig gute Vorstellung auch abgeliefert hat. Du sagst ja sonst, wenn ihr ein ordentliches oder gutes Spiel verliert, weißt du ja doch verstärkt darauf hin, dass das Ergebnis nicht gestimmt hat. Das war aber gestern und wahrscheinlich heute auch in der Analyse anders. Ja, ich hatte die Mannschaft gestern in der Ansprache so entlassen vor dem Spiel, dass ich ihnen gesagt habe, dass das Ergebnis zweitrangig ist, wenn das Gefühl gut ist. Und ja, es ist natürlich jetzt einfach gesagt, im Fußball will man Spiele gewinnen. Und das hat uns natürlich auch gestern enttäuscht, dass wir doch so nah dran waren und dann nachher im Ergebnis so weit weg. Aber wir hatten, glaube ich, alle auf dem Platz gesehen, dass diese junge Mannschaft auch sehr, sehr gut funktioniert, dass wir große Probleme den Leipzigern bereitet haben. Wir haben einen sehr mutigen Fußball gespielt, sehr, sehr hoch gepresst. Also wir haben nicht diesen Bus vors Tor geparkt. Wir sind da in ein, zwei Momenten ein bisschen dafür bestraft worden. Aber wir sind ja mal wiedergekommen und das macht, glaube ich, dann diese Mannschaft aus. Und die Intensität war deutlich höher, glaube ich, als beim Gegner auch hinten raus. Also sie ist fit, sie ist aktiv und da geht man als Trainer dann noch mit einem zufriedenen und guten Gefühl raus, weil man schon das Gefühl hat, dass wir auch gerüstet sein können für den Liga-Alltag. Halil Safran hat in der Halbzeitpause gesagt, auf Augenhöhe, das war das Gefühl des routinierten Fußballers. Die Werte nach 90 Minuten in puncto Passquote, Zweikämpfe, Ballbesitz bestätigen das. Das ist nicht weit auseinander. Das hast du dann auch in der tiefergehenden Analyse so nochmal vorgeführt bekommen. Ja, wir müssen aber da auch differenzieren, dass diese entscheidenden Momente dann doch auf Leipziger Seite lagen. Da war dann diese Qualität dann einfach deutlich höher als bei uns in diesen Momenten. Wir haben es vielleicht nicht geschafft, in der ersten Halbzeit hinten herauszuspielen, sind hochgepresst worden, das erste Tor, das zweite Tor dann auch in Umschaltmomenten nach Ballverlust, der Zehnerraum nicht verteidigt, wo Paulsen dann seine Stärken hatte. Timo Werner einmal auf dem Flügel, also das wollten wir auch so ein bisschen kopieren. Wir wussten, dass im 3-5-2, wenn der Zehner rauskippt, der Gegner dann doch verwundbar ist, weil man da nicht mit rausrücken kann. Ja, und dann haben sie eiskalt zugestochen und jedes Mal, wenn wir es dann so ein bisschen anpassen wollten, wir wollten dann doch mit dem langen Ball eröffnen, da fiel schon das 0-1, wir wollten Paulsen aktiver verteidigen, wir wollten gerade Guganich Haier nochmal die Positionen auch früher wechseln, da sind wir immer so einen Schritt zu spät gewesen und ja, das hat man dann gesehen in der individuellen Qualität, aber nachher haben wir ja aufgezogen und gerade die Jungs, die in der Offensive gespielt haben, haben glaube ich deutlich auch den Finger gehoben, dass sie nicht diese vielen Millionen vielleicht einfach auch schwächer sind und schlechter. Genau, 510 zu 10. Du hast gegen deinen Kollegen aus dem Trainerlehrer gespielt, Julian Nagelsmann. Es kommt öfter vor, dass man sich wieder trifft. Bei ihm ist das Verhältnis nun doch wohl über das reine Kollegiale hinaus. Wie habt ihr hinterher noch kommuniziert? Gab es da irgendwas außerhalb der Pressekonferenz, was auch öffentlich zitierfähig ist? Hat er noch mal was zu deiner Mannschaft gesagt, so unter vier Augen? Ich meine, Julian und ich hatten halt auch in diesem Lehrgang abseits des Platzes ein paar Berührungspunkte und auch im Nachgang, als er in Hoffenheim war, in Kombination Rosen und Nagelsmann, mir ja auch nicht ganz unbekannt. Alexander Rosen war Spieler beim VfL in der Saison 2000-2001, ne? Genau, und da kam das Kompliment sicherlich auch von der anderen Seite zurück. Also Julian hat schon das eine oder andere Mal dann auch mit dem Kopf geschüttelt, warum ich vielleicht noch nicht die Plattform bekommen habe, meine Art Fußball zu präsentieren, mit einer Mannschaft zu arbeiten, weil er auch dieses Verständnis von mir hatte, dass ich viele Dinge sehr, sehr gut im Lehrgang gemacht habe. Das betont er immer wieder und ja, jetzt versuche ich auch meine Chance so ein bisschen zu nutzen. Und das tut natürlich gut, wenn jemand wie Julian das so bewertet, weil ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass die Kompetenz, die er besitzt, schon sehr, sehr hoch ist. Für fußballerische Verhältnisse. Zum Abschluss, es gibt ja viel, was man der Mannschaft lobend anerkennen kann. Du hast den Mut genannt, auch die ich fand die Zweikampfstärke, den Balleroberungswillen, der war groß bei allen. Aber wenn ich jetzt doch dann etwas hervorheben müsste, dann würde ich die drei Youngster, Felix Agu, Anes Ouayem und Etienne Amenido nennen, die in einem solch großen Spiel ja auch noch nicht oft gestanden haben, die aber wirklich mit erstaunlichem Selbstvertrauen auch nach Fehlern nicht zurückgesteckt haben.
Das sind ganz junge Kerle, die beim VfL sind, die dem VfL transferrechtlich gehören. Das ist doch auch ein besonders gutes Gefühl, oder? Ja, zumindest ist es ein sehr gutes Gefühl, wenn man weiß, wie viel Arbeit und Zeit doch auch viele im Ehrenamt und im Leistungszentrum in diese Jungs investiert hat. Wenn man dann Felix so ein bisschen herausblickt, der von klein auf da ist, wir sehr viel Ehrgeiz bei ihm entwickelt haben und diesen Unterschied zwischen ihm und dem Jugendleistungszentrum und dem großen Fußball vielleicht auch sehr klein jetzt gehalten haben. Und gestern hat er deutlich auch gezeigt, dass er den nächsten Schritt nimmt, dass er auch einen Leimer beschäftigen kann. Und das gilt ja für die anderen beiden auch. Also wenn man Willi Orban da so ein bisschen eindreht oder einen Diego Demme vor große Probleme stellt, ja, dann haben sie nicht ganz so viel verkehrt gemacht. Und das freut er natürlich. Eddie hat das Tor gemacht. Letzte Woche hat er gar keine Spielzeit gehabt. Jetzt war er wieder da. Die Jungs besitzen halt sehr, sehr großes Potenzial und wir glauben an sie, so wie an die anderen Jungs natürlich auch. Da sind ja noch ein paar im Hintergrund, ne? Da sind noch ein paar im Hintergrund, die kratzen, die beißen, die wollen auch Platzzeit haben, aber ich glaube, die Elf, die gestern auf dem Platz standen und die auch reingekommen sind, die haben sich diese Platzzeit auch verdient und berechtigt dann auch, glaube ich, eine richtig gute Leistung abgeliefert. Du kennst ja Felix länger. Ist er nicht nervös oder tut er nur so? Ich glaube, er ist schon nervös. Wäre ja komisch, wenn nicht. Also die meisten kennt er von der PlayStation, die meisten Spieler oder aus dem Fernsehen. Und, aber er ist mit uns allen gewachsen. Wir haben vor 2 Jahren gegen Leipzig in der U19 gespielt. Da waren das Jungs wie Touré und Diawosi, die gezeigt haben, was wir Qualität haben in der U19-Bundesliga. Und Felix musste sich da gegen sie wehren. Und jetzt spielt er gegen die großen Leipziger, die dann für viel Geld dann dazugekauft worden sind. Und das macht es ja auch besonders, dass wir vielleicht dann nicht nur in diese Spieler investieren, dass wir ein Ausbildungsverein sind. Und ja, ich glaube, das Stadion honoriert das dann auch und das Fehler werden verziehen. Aber unterm Strich, klar, ärgert er sich auch und ist enttäuscht, dass er verloren hat. Aber Aufregung, Anspannung waren, glaube ich, in einer guten Balance auch bei ihm vorhanden. Prima. Vielen Dank, Daniel, für das ausführliche Gespräch. Alles Gute. Montag geht es gegen Darmstadt. Darüber sprechen wir im Laufe der Woche. Gute Vorbereitung. Dankeschön.